Guten Morgen, liebe YouTube-Freunde, Wadler Döbenbauerhausi. Ich habe da einen schönen Wagen angehängt. Sehr starke Bereifung. Mindestens 8 mm Eis. Ja. Also am Tag geht der Wagen geht raus zum Kürbisfeld. Kommen da Halloween-Kürbis drauf. Wir müssen ihn noch schnell verstärken, da dieser hier ist unten gebrochen und wir haben da ein Holz reingeschraubt, damit da die Brücke die Kürbis tragen kann. Bevorzugte Fahrgeschwindigkeit für diesen Wagen ist 6 Stundenkilometer. Man sollte da nicht viel höher, schneller fahren, sonst ist die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet. Da er ja auch keine Bremsen hat, jawohl. Ist da auch ein spezieller Sound der Räder. Reisenräder kennt man nicht mehr. Ja, das waren noch Zeiten. Kann man sich nicht mehr vorstellen, mit 4 oder 5 Stunden Kilometer aus Feld raus mit dem Pferdefuhrwerk. Und ich fahre jetzt bereits 8 Stunden Kilometer. 6 war mir zu langsam. Ja, liebe Blumenfeld-Freunde, da es noch keinen Frost gegeben hat, starten da die Sonnenblumen, die letzten Sonnenblumen, und beginnen zu blühen. Also wir haben auch noch Sonnenblumen neben Dahlien, Gladiolen und verschiedenen anderen Blumen. Ich empfehle euch, das Blumenfeld kommt vorbei und da sind auch viele Kürbisverkaufswagen abgestellt. Du hast auch die Möglichkeit, Kürbis zu kaufen. Liebe Freunde, Wadler Döbenbauerhausi, Samstagmorgen, Kürbis waschen ist angedacht. Zuerst im Brunnen mit der Bürste waschen. Dann werden sie hier mit dem Hochdruck Wasser noch gereinigt und gewaschen in die Balochse. Jetzt haben wir da im Akkord Kürbis gewaschen heute Morgen. Es ist jetzt 12 Uhr, Mittagessen, und dann ja, arbeite ich nicht mehr, außer die Wiese lässt nach, und ich möchte noch ein Feld das verunkrautet ist, mit Röntgen spritzen, damit ich dann nächsten Frühling fluglos Zuckerrüben sehen kann.